Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft bei schönem Wetter. Ja, red mal, ja, lass sie nicht stören. Minecraft bei schönem Wetter. Wir haben gerade noch eine Zombie-Invasion in unserem Haus gehabt und Woodcappy hat sich kurz hingelegt. Also nicht ins Bett, aber. Ja, richtig. Ich muss mich kurz verabschieden vom Leben. Ist nicht schlimm, das muss so sein. So. So, ja, schade, mein ganzer Fortschritt ist weg, aber okay. Ja, das passiert, wenn man stirbt. Soll ich hier noch Erde hinmachen oder Stein? Das gefällt mir gar nicht, was sie da machen. Nicht? Wozu denn? Ja, ich wollte unseren Gang hier noch ein bisschen breiter machen irgendwie. Aber doch nicht mit Erde, oder? Was ist denn, wenn wir hier zum Beispiel Erde reinmachen und dann Blumen pflanzen? Oh, das ist schön. Dann machen wir es wenigstens so. Aber ich habe hier mein Bauvorhaben da drüben. Sie machen das schon. ich brauche eine Schaufel. Ja, ich muss mich doch um unser Weizenfeld kümmern. Na? Ja, nee, ist richtig. Ja, Weizen ist doch wichtig. Absolut. Du, kann das sein, dass ich noch Stöcke von dir habe? Hier, bitte. Ja, genau die machen wir gerade. Okay. Ja, genau, danke. Weil meine Schaufel ist auch so gut wie fertig. Haben wir noch Platz hier? Weil ich will den Eisen nicht mitschleppen. So, zack, Eisen rein, Sand rein. Da war ich aber schnell weg. Da hat mich der Kevin mal schnell erledigt. Ja, da kannst du nicht machen, was du willst hier. Was machen denn unsere Hühner? Sind die alle noch, leben die noch oder sind die schon tot? Gemeuchelt von irgendeinem Bösen. Nee, ich hoffe doch, dass die überlebt haben. Das hoffe ich auch. Ja, wäre doch schade um die Hühner. Ja. Das war ja auch viel Mühe, die hier hinzukriegen. Weißt du, was überlebt hat? Was denn? Bei dem Angriff? Die Kartoffel. Das ist entscheidend. Hattest du die noch nicht gepflanzt? Die Kartoffel hat überlebt. Nö, ich wollte mir das aufheben für ein richtiges Feld. Okay. Ja, sobald der Weizen von dort drüben weg ist, kommt da die Kartoffel rein. Das wird unser Pumpkin-Melone-Kartoffelfeld und Karottenfeld. Kommt ja auch noch. Ja. Ich habe allerdings ehrlich gesagt noch keine Karotte gefunden. Ah, es kommt noch. Kommt noch. Du sag mal, Ja, was denn? Wie macht man denn hier Rezepte? Essen? Oh. Was denn? Ich schlag gerade eine Spinne kaputt. Ich will den Faden haben. So, was denn? Was macht man? Ich bin gerade am Überlegen. Rezepte macht man. Wo macht man denn? Macht man die an der Dings hier? An der. Weißt du schon, ne? An der Kiste? An der Werkbank? Mhm. Macht man die nicht im Ofen oder so? Hast du noch Weizen dabei? Ich hatte Weizen. Wo ist denn der gelandet? Das ist weg. Das Weizen hat es nicht überlebt. Warum nicht? Ich ernte schon. Sie machen nur das Feld kaputt. Ja, das ist richtig, aber... Da müssen wir mit höchster Sorgfalt... Hey, was ist das denn? Muss da mit höchster Sorgfalt, sagt der... Das Schlimme ist, meine Zuschauer können sich das jetzt angucken. Guckt euch einfach mal an, wie grenzdebil Woodcappy auf den Boden guckt. Fackeln aufstellen und sich denken, warum geht denn die Tür nicht auf? Ich ernte gerade. Bitte nicht stören. Einmal mit Profis. Wo sind denn die Pumpkins geblieben? Ja, die Pumpkins sind noch hier gepflanzt. Nein, du hattest doch schon mal Kürbisse, aber du hast ja gesagt, du hast hier eine. Das sind jetzt die ersten Kürbisse. Das kriegen wir doch schon hin. Also, wir können. Was können wir denn? Wir können machen Kürbiskuchen. Dafür bräuchten wir aber Zucker. Zucker können wir herstellen. Oh, mir fehlt was. Ah, ne, hab ich. Das wichtige Werkzeug habe ich da. Super. Dann machen wir jetzt hier den hier. Oh, ich hab richtig hier was dabei. Richtig was dabei. Alles gut. Ich bin Feuer und Flamme. Also brennst du schon wieder? Oh ja, natürlich. So. Und das machen wir auch. Mann. Ich habe einen grünen Daumen.
Das muss man einfach mal so sagen. Dann würde ich Bock. Mich mal waschen. Du brauchst Weizen? Ich habe hier Weizen. Hier. Ja. Soll ich den schon verarbeiten? Ja, wie sieht denn überhaupt dein Essen-Ding aus? Bist du also, ich bin ja kürzlich erst von uns gegangen. Entsprechend habe ich noch einigermaßen volles Vorrat. Okay. Von Vorrat im Magen. Also mir geht's ganz gut. Ich leg dir mal hier zwei Kürbiskuchen rein und vier Brötchen, ja? Oh, danke. Na, vielleicht nur drei Brötchen, warte mal. Warum so wenig? Weil ich jetzt ein Brötchen fresse. Achso, also vom. Achso, ich habe sie richtig verstanden. Von meinem Vorrat. Wenn du irgendwann mal ein Stück Huhn isst, ne? Klatsch ich dir eine. So. Yeah. Warum, was ist denn jetzt schon wieder? Mein Vorrat. Ja, Sie haben doch gesagt, das ist für mich. Ja, ich lege dir rein, habe ich gesagt. Genau. Ja, richtig. Und nicht, dann hast du mir was rausgenommen. Ja, ich nehme dir gleich was raus. Ja, richtig. Eine Leber. Das ist immer das so, Schlimme. Jetzt, weißt du, in Minecraft, wo alles sowieso so ein bisschen begrenzt ist, ne? Da werden sie wieder gierig, die Leute. So. Ui! Ui, ui, ui. Da ist jemand gewesen. Ein Freund von dir? Ja, aber der war gut versteckt hier. Ich habe da Sau. Irgendwie was bumsen hören. So. Ich war's nicht. Ach so. Junge, hat der einen Krater hinterlassen. Ich muss mal kurz Flickschusterei betreiben. Ne? Ja, ja, ist schon in Ordnung. Kennst du ja von mir. Flickschusterei kann ich. Und selbst das geht schief, aber gut. So. Was ist da noch? Junge, das ist missfähig. Ich sag dir, unsere Nachbarn sind etwas renitent. Also da kannst du mir sagen, was du willst, aber da sind ganz schön komische Leute bei. Gefällt mir nicht. Also nee. Nicht schön. Nee, also keine schöne Nachbarschaft. Ist nicht, nö. Also ich kenne sowas anders. Es gibt Nachbarschaften, die funktionieren. Sehe ich auch so. Also die sind ja doch ein bisschen arg komisch hier, die Leute. Ja, das finde ich nicht gut. Aber du, so, lass uns hier hinziehen. Die sind total nett. Mhm. Ja, die Gegend hat einen guten Eindruck gemacht am Anfang. Ja, aber du siehst, was hier für Assis wohnen, ne? Schön, idyllisch. Ja, ist meistens so. In schönen Gegenden leben die meisten Assis. Oh, das stimmt. Aber naja. Ja. So, warte mal. Da was können wir denn daraus machen? So. Nee, das war zu viel. Was kann man denn aus Papier machen? Toilettenpapier. Gemälde. Nee. Du siehst, unser Denken driftet auseinander. Aber wie machen wir denn eine Karte jetzt? Komm, sag doch mal. Das weiß ich nicht. Das weiß ich ehrlich nicht. Einmal mit Profis, weißt du? Aber Papier brauchen wir auf jeden Fall für die Karte. Das kann ich sagen. Ja, da bin ich mir sicher. Aber hier wird auch nicht Karte angezeigt. Wir können Teppich machen, wir können Banner machen, wir können eine Holzdruckplatte machen. Ach, wir können eine Schafschere machen. Oh, die braucht man, damit wir Wolle farmen können. Weißt du, wie man? Ohne die Schafe umbringen zu müssen, können wir dann Wolle farmen. Mhm. Ist doch schön. Auf jeden Fall. Ich mach mal eine Schere, komm. Ja, mach doch. So. Wird es schon wieder Nacht hier? Kann es sein? Möglich. Hebel? Eisenfalltür? Eisentüre, Eisenmaske, Eisenhelm, Eisenharnisch. Oh, ja, für die Pferde, richtig. Müssen wir uns auch noch zulegen. Ein Pferd, naja, gut. Ja, klar. Feuerstein, Eimer können wir später mal machen, okay. Junge, ist das Erde hier. Die werde ich ja nie wieder los. Wir haben Nacktschafe. Haben wir zufällig Weizen oder so? Ja, habe ich dir doch hingeschmissen vorhin. Ach, der ist doch schon verarbeitet. Und dann haben wir keinen Weizen mehr. Schade. Ja, tut mir leid. Naja, ist ja klar. Sie wollten die Schafe vermehren?
Ja, dann hätte ich nochmal Schafslese gemacht, weißt du? Ja, verstehe, verstehe. Ich hätte 12 Blatt Papier, wenn dir das hilft. Oh, ich wüsste gar nicht, mit Papier anzufangen, weil lesen kann ich nicht, Das ist schreiben will ich richtig. nicht, Nö. also von dem her, ich wüsste nicht was. Ne? Ne, jetzt bin ich wieder voll. Das war vielleicht auch nicht so schlau, Fusseli. Lass dich doch nicht. So. Warte mal. Wir könnten doch, oder nicht, oder doch, oder doch, oder ja? Ja, machen wir einfach. Wie war denn das nochmal? Die Kisten konnten, mussten immer nach oben einen Platz haben, ne? Ja, richtig. Also übereinander geht nicht, so wie ich weiß. Deswegen mache ich immer so eine Stufenbauweise bei den Kisten. Ja. Ne? Stufenbauweise. Wie viel Platz haben wir dazwischen? Nur einen. Stufenbauweise. Weil dann fangen wir jetzt mal an mit Lagersystemen. Ja, aber ich habe gedacht, das machen wir im Keller. Möchtest du den Keller denn ausbauen? Aber du Ja, willst jedes Mal, natürlich. wenn du was bauen willst, da runterlaufen? Ja klar, das wird doch das wird unsere Mine, das ist unser Hauptsitz. Was heißt Hauptsitz? Unser Hauptfirmensitz. Ja, unser Hauptsitz, den verlegen wir noch, aber der Hauptfirmensitz ist doch hier. Ne? Unten in der Höhle. Ja, natürlich. Und da werden wir die Weltherrschaft an uns reißen und überhaupt. Der ist fertig. Da gab es mal eine Kinderserie, die hieß Pinky und der Brain. Kennst du die? Ja, vom Namen her sagt er mir was, aber. Ja, Bild. Oh, schau mal, hier ist Eisen. Direkt in der Höhle. Ja, wunderbar. Ach so, baust du jetzt in die falsche Richtung oder was? Nö, ich wollte nur mal gucken. Ob wir Sand, hier. Erde, Bruchstein, Bruchstein, Kies. Hier kommen. Ich hau hier mal das ganze Zeug rein. Dann machen wir hier diese Kiste mal leer, weil wir brauchen hier ja nicht so viel. Da, 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 da. Ne, warte mal, das war Wolle, ne? Weiße Wolle bleibt hier. Erde raus, Sand raus. Dann haben wir hier nämlich so die Kleinteile drin. Dann können wir das hier. Gibt es hier nicht irgendeine Sortierfunktion? Bestimmt, mit Sicherheit. Sand, Stein, Sand, Sand. Doch, irgendwie gab es doch, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schade. Leider, wir müssen das händisch sortieren. So, wir haben 64 plus 3 Eisen. Wie sieht es denn draußen aus? Ist es schon wieder dunkel? Ja, schon wieder, ich Ach, schwöre. das ist aber auch eine Dunkelheit hier in der Hütte. Sollen wir uns mal hinlegen? Ja, komm, gute Nacht. Fliege ich wieder Ja, raus? komm. Ja, genau. Nee, ich glaube nicht. Weil Nee. beim letzten Gute Pennen Nacht. wurde ja gesagt, ich würde fliegen. Ja, Adler können fliegen. Das stimmt. Ja, richtig. War ihr Lieblingslied? Doch in jener Nacht hast du es wahrgemacht und bist losgeflogen ohne Flügel. Oder ganz ohne Flügel aus dem 13. Stock. War das nicht eine Schnulze von Matthias Reim? Nein? Oh, eine Hexe, eine Hexe. Ich bin weg. Fussel, ich muss kochen. Ich komme gleich wieder raus. Ist eine Freundin von dir? Ja. Ich habe sie ganz mies abserviert. Okay. Machst du mal die Tür auf? Ich habe hier eine Hexe im Rücken. Ja, komm rein, komm. Sekunde, ich bin irgendwie vergiftet. Komm rein, komm rein. Komm rein. Ich gehe mal runter in den Keller. Ich hol das Bier mal nach oben, ne? Sterbe ich jetzt? Ich weiß es nicht. Das Zeug ist ziemlich scharf, was die da so ausgibt. Die Hexe, ja, kriegen. Ich würde mich gerne wieder schlafen legen. Besser wäre das. Oh, jetzt hast du verrottetes Fleisch gegessen, ne? Nein, ich habe einen ganz frischen Kuchen gegessen. Aber es sieht so Oh. aus, dass jedes Mal, wenn ich, dass ich nur noch ein halbes Leben überbehalte. Das ist Wie natürlich. kriegt man die Ich halte Scheiße mich denn mal ein los? Ich bisschen will nicht fern von dir. sterben. Ja, bitte. Oh. Was denn? Ja, iss mal. Ja, ist wieder rot. Ich kann wieder. Ich kann wieder essen. Ach so, wunderbar. Klasse. Junge, dieses Ey, du Mischstück. kennst aber auch Leute. Wo hast du die alte Hure denn aufgegabelt? Ja, die war günstig, habe ich gedacht, nehme ich.
Du? Ach, die läuft immer noch darum. Ja, dann mach doch mal die Tür zu. Sag mal, warum verliert der Kürbiskuchen denn so schnell an Energie? Warum? Verstehe ich nicht. Es ist nicht so ergiebig wie ein Stück Fleisch. So viel zu Veganern. Ja, ich müsste, glaube ich, mal wieder los und ein bisschen Fleisch organisieren, wa? Die Hexe wartet auf uns, dieses Mischstück. Ja, auf dich? Die kriegen wir nicht los. Können wir die nicht wegschlachten? Ich glaube, da haben wir keine Chance. Die kommt, die kommt. Die Hexe kommt. lass mich zu den Schafen. Ja, guck nicht so doof. Ich muss mich hier verschanzen bei euch. Ich bleib mal hier bei den Schafen, ja? Hier ist gerade so schön. Ja, schön kuschelig an dem nackten Schaf, ne? Natürlich stellt er sich gleich dahinter. Ekelhaft. Achtung, oh, ist da ist eine Hexe drauf. Puh, hast du aufgemacht? Nein, bin da nicht bescheuert. Um Gottes Willen. Ey. Also vielleicht war die ich schon. Die hat noch nicht aufgemacht, oder? Hat die aufgemacht? Weiß ich nicht, aber wir müssen ja irgendwas gegen die tun. Jetzt hör doch mal auf. Die lacht sich kaputt. Können wir denn nicht mal eins aufs Maul geben? Ich glaube, die. Wir haben keine Chance. Also ich finde, du greifst an. Ja, ja. Die spottet total über dich. Glaub mir mal, gegen die Hexe haben wir keine Chance. Meinst du nicht? Nee, haben wir keine Chance. Die ruiniert uns. Wieso ist sie denn wirklich so stark? Ja. Wir können ja mal gerne die ganzen Sachen, die wir haben, in Kisten verstauen. In der Hoffnung, wir überleben das. Aber bevor wir sterben, nicht, dass wir hier was verlieren. Weißt du, wie ich meine? Und dann gehen wir raus zum Kämpfen. Ja, was meinst du? Ja, dann können wir gleich mal wissen, wie stark so eine Hexe denn wirklich ist. Ne? Ja, wir brauchen ja nicht so viel. Ne, das war jetzt wieder blöd. Ein bisschen was ablegen muss ich. Ich brauche eigentlich nur mein Schwert, mehr nicht. Mehr probiere ich gar nicht. Achso, du hast schon eine persönliche Kiste? Oder? Ja, ich hatte das jetzt hier nur, damit das nicht alles so gemischt ist, deswegen hatte ich es da reingelegt. Hier sollen, also hier ist vornehmlich Stein drin und die paar Sachen, die ich jetzt abgelegt habe. Wir haben noch ein bisschen Eisen, ne? Ja, zwei Stück. Ne, vier. Oh! Oh, ja, wir haben richtig schön Eisen. Ja, da war ich aber fleißig. Ja, nur alleine, ja. Ja, ja, da war ich richtig fleißig. Da muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Ja? Dann lass uns doch Ausrüstung machen für uns hier. Ja, stimmt. Gute Idee. Was brauchen wir? Schuhe, Eisenstiefel, Eisenharnisch und den Eisenhelm haben wir, ne? Also Harnisch brauchen wir ja nicht. Doch, Harnisch ist doch am Körper, das ist doch der große Rüstungsteil. Ne, das ist doch fürs Pferd. Ja, du hättest gerne ein Pferd, das ist mir schon klar, aber... Das ist so, ich kann nichts dafür. Ja, ja, ist für ein Pferd. Was ist das hier? Eisenbeinschutz? Ja, das brauche ich. Es fehlen noch Eisenhosen, gibt's keine Eisenhosen? Das ist der Eisenbeinschutz, ist das. Ja, aber wir können ja auch noch Hosen tragen, weißt du? Nee, Schuhe. Nein, wir können auch noch Hosen tragen. Wie Hosen? Also doch der Eisenbeinschutz, sag das doch. Ja, ja. Aber wie gehen die Schuhe denn nochmal? Wie gehen das? Du kannst das doch über das Rezept kannst du das doch machen. Über welches Rezept? Was? Wenn du hier auf die Werkbank gehst, hast du doch da die ganzen Rezepte. Und dann gehst du oben auf Waffen und der zweite ist Schuhe. Eisenstiefel. Ich habe Rezepte. Okay. Das wären oben auf Position 1, 3, 4 und 6. Ja, habe ich tatsächlich ohne sie gefunden. Ja, dann. Ich wollte es nur sagen. Mach mal hier weg den Mist. Ich habe keine Waffen mehr dabei. So. Achso, ich habe keinen Helm mehr. Du hast einen Helm auf, doch, ja. Oh ja, dann passt es. Dann lass mal gucken. Das sehe ich mir mal an. Das sehe ich mir auch an. Da sehe ich doch richtig adrett aus. Ja, dann müsstest du so ungefähr so aussehen wie ich jetzt, hoffe ich. Ja, gute Partie. Hast du ein Schild? Ja. Wie kommst du an ein Schild? Das kann man sich herstellen. Ja, warte mal. Ja. Was? Ja. Seit wann gibt es denn Schilder? Was? 6x,
Alter, ja, das sind ja Preise wie Freunde. Ich sage dir. Pass auf, der Fall, ne? Und soll ich dir mal was richtig Gutes sagen? Bitte. Wenn wir die Hexe angreifen, dann machen wir das garantiert erst in der nächsten Folge. Ja, richtig. Cliffhanger! ganz genau! Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr sehen wollt, wie wir gegen diese furchtbare Hexe kämpfen, ja, richtig, werden wir überleben? Wird Woodcappy sich in die alte Frau verlieben? Das alles seht ihr in der nächsten Folge von Käppchen und Co. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Auf Minecraft. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.